Valhalla, liebe Wikinger-Freunde, wie angekündigt geht's heute hier in dieses Fernhem oder wie es heißt. Bin auch schon in der Nähe. Mal gucken, in welcher Reihenfolge. Ich gehe jetzt einfach geradeaus durch, würde ich sagen. Kann ja mal kurz mit Sieh dem, mal den habe nach, ich immer Sibylle. zu selten eingesetzt, mal drüber gehen. Also Gegner scheinen keine hier zu sein, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ach, da sind ein paar. Mal gucken, ob die wirklich feindlich gesinnt sind. Die interessieren sich auf jeden Fall schon mal nicht für mich, Fernahem. Einfach. Vorräte sind wichtig. Brief lesen. Mami, ich Papi. Papi ist durchgestrichen. Ah, verstehe. Ich würde sagen, ist nicht mehr viel mit Papi. Doch feindlich gesinnt. Da unten irgendwo, okay. Ist auch hier bestimmt irgendwo rein. Ja. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Okay, verstehe. Dann bestimmt da vorne irgendwo. Definitiv, aber Zufall, dass ich das so gesehen habe. Das reicht nicht. Ist dir heiß geworden? Also ist auch gut. Du musst anonym sein, wofür denn? Achso, okay, ich muss aufschießen. Schatzhortkarte. Oh, ich habe noch keinen einen davon gesucht. Doch, gar nicht wahr. Ein oder zwei habe ich. Das sieht übrigens cool aus. Das ist in allerdings gar nicht so aufgefallen. In Zwalhallwall oder so ähnlich. Sag mal, jetzt finde ich den Eingang nicht mehr, oder was? Ne, so weit weg war der nicht. Da.
Will ich jetzt überreden. Der Tungstenwachen. Das meiste habe ich dann schon mal hier. Hier ist noch ein Rätsel. Das ist spannend. Du scheinst aufgebracht. Das wärst du auch, wenn jede deiner Rüben von einer Horde räudiger Ungetüme angenagt würde. Ich nehme an, du meinst die Karnickel auf diesem Feld. Ganz genau. Diese Ratten mit Langohren. Ich würde sie erschlagen, wenn ich könnte. Aber die Biester sind zu flink. Wenn ich euch kriege, spieße ich euch auf. Heute euch. Ab in die Hoppelhölle. Ja, keine Scheu. Schlag ihre kleinen Mümmelköpfe ein. Los! Schlachte die Stummelschwänze! Räudige Viecher weniger auf der Welt. Okay. Mache ich aber eigentlich nur ungern. Schön, dass sie hier so sitzen bleiben. Genau. Was habt ihr davon, dass ihr meine Rüben frisst, ihr ranzigen Arschratten? Arschratten? Sehr schön. Also noch irgendwo welche oder habe ich genug gekillt? Zwei bin ich nämlich auch. Schön vorbeigeschossen. Die armen Karnickel. Okay. Mal gucken, ob es reicht. Ne, reicht nicht. Die will alle tot sehen. Ja, den habe ich aber getroffen. Andere Wahl, Alstan. Ich habe dich gewarnt, was passiert, wenn du sie wieder auf mein Rübenbeet lässt. Oh, meine Schnuckelchen. Sie können nichts dafür. Wie konntest du? Diesmal bist du zu weit gegangen, Weib. Okay, das sind aber eure Eheprobleme, würde ich sagen. Du hast den Kaninchen Namen gegeben? Sie waren meine besten Freunde. Meine einzigen, sie liebten Rüben so sehr. Ich konnte sie nicht vorenthalten. Und dass es deine Frau ärgern würde, hat dabei keine Rolle gespielt, nehme ich an. Was bleibt mir denn sonst für Freuden in diesem trostlosen Leben? Ich bin mit einem Drachen verheiratet. Ihr Leid ist mein einziges Vergnügen. Oh, sieh dir diese Fratze an, wie eine räudige Hündin die Pässe von Brennnesseln leckt. Das sehe ich jeden Morgen beim Aufwachen. Euer Benehmen zeugt von wenig Liebe. Warum verlässt du sie nicht? Sie verlassen? Damit sie denkt, sie hätte gewonnen? Niemals! Naja, was soll ich dazu sagen? Die Kaninchen gehörten deinem Mann? Ja, er liebte sie fast so sehr wie ich meine Rüben. Sieh nur, wie er jetzt weint. Der schlimmste Schmerz ist der süßeste Lohn.
Ist Grausamkeit das Einzige, was eure Ehe ausmacht? Oh nein, es gibt auch Arglist und Niedertracht. Sehr schön. Da haben sicher zwei gefunden. Definitiv. Ich sollte sie sich selbst überlassen. Sie haben einander verdient. Das stimmt. Mann, 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 Mann. So, hinter mir ist noch irgendwo ein Chatsley. Da unten bei den Hütten nehme ich an. Richtig angenommen. Geht's denn da hoch? Okay, dachte ich auch vielleicht. Ach da. Kann so einfach sein. So, Würfeln ist nicht so mein Ding. Ich würde immer noch die da unten holen, glaube ich. Sind hier so einsam und verlassen, wobei da unten geht es ja auch nochmal zur Insel. Obwohl, das passt dahin. Und in der nächsten Folge mache ich dann die Insel oder so. Oder ich mache die fünf zusammen. Ach, immer so schwere Entscheidungen, verdammt. Ich nehme auch noch die da zwei mit, beziehungsweise den kleinen Schatz hier. Ich glaube, das passt ganz gut. Ganz schön viele Soldaten hier unterwegs. Ja, ist ja gut. Was ist hier passiert? Was geschah mit dem Wagenlenker? Einladung zum Wettstreit. Dies ist eine Einladung zum jährlichen Bärenwettstreit
Bringt eure besten Bären und tretet an, an im Kampf um die Titel des Bärenmeisters. Wenn ich sterbe, ist das deine Schuld, weißt du? Willst du mich auf dem Gewissen haben? Willst du nicht in den Schwitzkasten nehmen? Klar. Schlag mit der flachen Seite. Schlag mit der flachen Seite. Hast du wolltest ihn doch nicht töten. Komm her, ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Na, dann mach mal, du. Bin ich mal Deine gespannt. Dankbarkeit ist rührend. Dankbarkeit? Das war mein preisgekrönter Kampfbär. Wie soll ich ohne ihn meinen Lebensunterhalt bestreiten? Nur dank mir bist du überhaupt noch am Leben. Oh, danke, Eure Hoheit. Euch gebühret meine ewige Treue, weil ihr mich in Armut und Elend gestürzt habt. Naja. Ich sollte dir Manieren beibringen. Deine Manieren kannst du dir dahin schieben, wo Odin sie nicht sieht. Na komm schon, dreckiger Däne. Du bist Schweinefutter. Naja, töten wollte ich ja nicht gerade. Dachte, es gibt jetzt einen Faustkampf. Aber nee. Was soll ich sagen? Aber ich laufe jetzt einfach in die Richtung weiter. Oder es ist ja nicht nur ein Schatz, sehe ich gerade. Und nehmen den noch mit. Das war auch gleich um die Ecke. Und der hat keine Verwendung mehr für. Schönes. Okay. Also ich nehme an, ich soll auf jeden Fall da rein. Rötliche bemooste Schriftrolle. Unsere Bannerträger sind gefallen. Der heiligen Hette arbeitet. Okay. Schon sagen, irgendwas übersehe ich doch hier. Ganz schön rot.
Okay. Ja, irgendwas weiß ich. Ich habe auch eine Ahnung, eine Grube. Eine Grube. Mich, dass ich das nicht aufheben kann. Immer es ist. Nicht nach Silber aus. Hier geht's weiter. Stehe. Das habe ich irgendwie nicht so erkannt. Ich glaube, hier ist so ein eins von diesen besonderen Artefakten drin. Echt weit rein. Das war noch ein Opal. Interessant. Hab ich mir irgendwie schon gedacht. Also hier komme ich glaube ich nicht hoch. Thank you.
Irgendwas sehe ich doch gerade schon wieder nicht. Okay, das hätte mich jetzt auch gewundert. Nee, was soll ich dazu jetzt sagen? Aber das reicht doch trotzdem nicht, um da hinzukommen. Oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da lang klettern kann. Aber es geht. Auch wenn es ein bisschen giftig ist. Ja, hallo? Er war so nicht mein Kumpel. Noch ein Rätsel. Der Mantel von Ardor Kenno, ein legendärer Mantel, erwartet dich. Doch der Tod ist still. Versteckt in den Wolken, nur Feuer kann ihn läutern. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der klettert doch in die richtige Richtung. Hallo, Eivor. So ist brav. Letzte Britanniens Rotflechtenhöhle. Da habe ich richtig vermutet. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Was lag denn da unten jetzt noch? Ich habe schon einige Versuche rüberzukommen, wie es aussieht. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Ach, hier ist was faul, meinst du? Ganz schön runter.
Schade, dass man bei den langen Hühnern auch immer so weit rauslaufen muss. okay, so weit runter wollen die nicht. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Hey, was machst du denn schon wieder? Kletter doch einfach darüber. Frage ist, ob ich mal testen soll, wie tief es runter geht. Der Weg raus ist ja fast komplizierter wie der Weg rein. So. Okay, dann haben wir es ja wieder rausgeschafft. Passt zumindest. Schöne Sache. Ah, wieder frische Luft, warum auch immer ich jetzt nicht. Achso. Langsam dunkel, ich habe nichts mehr gesehen. Okay, das war's für die Runde. Beim nächsten Mal würde ich sagen, geht's hier runter. Vor dem hier graut's mir so ein bisschen. Zu viele Schätze. Naja, muss ich irgendwann den Winchester auch na, mal gucken. Das werden aber mindestens 2 oder 3 Folgen. Einfach zu viel. Ich sage für die Runde danke, bis zum nächsten Mal. Und ja, freue mich schon drauf. Bis dahin, bye bye.